Ich denke nicht, dass die beiden Sauber in diesem Qualifying wieder so eng beieinander liegen werden wie beim letzten Mal. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Hör dich. Der Wagen sich schon bewegt, aber die Räder sich noch nicht bewegen. Jetzt schon wieder. Genug jetzt. Jeff, sei leise. Jeff, lass mich in Ruhe. Leave me alone, I know what to do. Passt ja hervorragend, der Ursprung des Jeff, sei leise Funkspruchs. Durch Kimi. Wieder 11 Jahre her. 11 Jahre, als er im Lotus saß. Vielleicht liegt es in der Landschaft, aber ich muss gerade dran denken, wie Kimi in Mugello dann gefragt hat, wofür er seine Strafe bekommen hat. Er fragt ganz nett. Für was? Dann erklärt sein Ingenieur das nicht und dann fragt er nochmal, für was? Ach, Kimi. Kimi fehlt eindeutig in der Formel 1. Ich kann es nur wiederholen. Für mich ist Kimi einfach lustig, ohne bewusst lustig zu sein. Der ist einfach so, wie er ist und kommt dabei entsprechend gut an. Auf der 1. Barrichello hat gefühlt schon seit Ewigkeiten kein gutes Ergebnis mehr eingefahren. Auf jeden Fall nicht konstant. Mit dem Ferrari müsste er immer ziemlich gut platziert sein, überwiegend, aber gefühlt hat er mal ein ordentliches Rennen, dann wieder so ein naja Rennen, dann wieder ein noch so ein naja Rennen, dann wieder so ein naja fast gutes Rennen. Aktuell stehen wir auf der 6. 24-0, das muss eine 23er werden. Geht doch. Immerhin ein Anfang. Michael Schumacher jetzt auf der 1. Dreiviertelsekunde Rückstand, leichter Vorsprung auf die eigene Bestzeit. Du musst eine 48er härten in deinem Training. Hatten wir im Training auch schon, dann geht das jetzt auch wieder. Mit jetzt weicheren Reifen. Langsamer ist die eigene Bestzeit, na toll. Das war, denke ich, besser als die bisherige Bestzeit.
Na, immerhin. Fast 2/10 Vorsprung. Und dabei gibt es eben nur 2 Kurven im ersten Sektor. Das habe ich wieder auch gut. Zu viel gebremst. Dennoch deutlich auf Bestzeitkurs. Aktuell stehen wir auf der 6. Nächste Runde müssen wir reinkommen. Jawoll, aber immer noch 6er. Oh Mann. Fast eine Viertelsekunde verbessert, immer noch 6er. Aber ja, so mit 3/10 machst du in der aktuellen Formel 1 einiges gut, aber damals waren die Abstände halt vom ersten bis zum letzten deutlich größer als heute. Und dementsprechend auch die Abstände zwischen dem. Sind die Abstände zwischen dem ersten und dem 10. zum Beispiel deutlich größer. Das war früher auch nicht besser als heute. Und dennoch, obwohl die Autos enger beisammen sind, habe ich das Gefühl, dass die Rennen nun mal in Gänze nicht mehr so spannend sind wie früher. Aber ein Großteil macht nun mal auch DRS aus und Streckenbegrenzung, keine natürlichen Sachen wie Kies und Wiese mehr neben der Strecke, sondern Parkplatz, vielleicht Wurstrandsteine, aber die Wurstrandsteine machen das Auto kaputt. Gut, wenn der durchs Kies bretterst mit dem Auto, dann machst du dir auch den Unterboden kaputt. Aber das war nochmal was ganz anderes. Die Rennen damals waren, wie ich finde, deutlich ansehnlicher als heute. Und dabei will und muss ich sagen, das liegt nicht an Nostalgie. Wenn ich mir die Rennen von damals anschaue, dann steckt da natürlich eine Prise Nostalgie mit dahinter. Aber allein schon, wie die Wagen klingen, wie die Zweikämpfe geführt wurden. Heute, Hintermann DRS, Arsch offen, vorbei, toll. Dabei klingen die Wagen auch noch kacke. Die sehen nicht ganz so kacke aus, wie sie klingen im Vergleich zu früher. Auch da sind die optisch meiner Meinung nach schlechter geworden, aber soundtechnisch sind die deutlich schlechter geworden. Und die Zweikämpfe waren damals auch besser, eben wegen des fehlenden DRS. Der Herr Heid fällt vor uns und zwar noch deutlich. Ich glaube nicht, dass wir ihn noch packen. Button nur knapp hinter uns. Nee, hat eine 14er, nicht eine 4. Ne, 4. 9,9 bei Michael Schumacher. 1,3 Sekunden. Der Teamkollege ist gar nicht mehr zu sehen. Wir sind jetzt nämlich 7. Jeff und sein Wassereimer. Wie geht die Geschichte weiter? Fertig. A1 Ring. A1 ist da in Österreich praktisch die Telekom. A1 dort bei uns das D1 Netz. Heißt das offiziell noch D1 Netz? Das ist zu Zeiten, als Vodafone noch nicht Vodafone hieß, sondern D2 Mannesmann. Hier ist es halt D2 ist in Anführungszeichen Vodafone und D1 war Telekom. D1, D2, O2, auch genannt O2. Alice gibt es ja auch nicht mehr. Die haben das Netz von O2 damals mitgenutzt. Wenn wir schon bei Anbietern Telefon, Mobilfunk an.
Telefon- und Mobilfunkanbietern sind, die es nicht mehr gibt. Quam. Die gab es nur kurz, aber waren zum Beispiel, als Sven Hörnerwald die Vier-Schanzentournee gewonnen hat, ganz präsent auf seinem Helm. Habe ich sogar noch eine Tüte von denen, von Quam. Schöne Farbgebung, dunkelblau und gelb. Passt irgendwie zum Sauber, aber jetzt genug geschwafelt, Rundenzeit, ne? Wir wollen uns verbessern, wir wollen bestenfalls an Heidfeld dran sein. Vielleicht unter 5000stel Abstand. Na, okay. Hat sich mit dem Ausgang jetzt nicht so gut angefühlt. Aber okay. Langsam ist der Gebastard. Aufs Gas gehen können. Trotzdem neue persönliche Bestzeit. Immerhin. Aber das war nicht gut. Die Runde ist dahin. Da war eindeutig Wiese im Spiel. Damit meine ich nicht Tim. Das meine ich halt. Da ist direkt, gut, in der aktuellen Form ist da auch Wiese, aber die Chance beim Anbremsen zum Beispiel einen großen Fehler zu machen war damals halt größer, weil es viel weniger Parkplätze gab. Hier hinten werde ich zum Beispiel nie das Duell Kulfat und Häkkinen vergessen. Oh, noch knapp langsamer. Wo Häkkinen beinahe ins Kies gesaust ist, als DC ihn abgeschossen hat. Einen schönen U-Turn hat er da übrigens gemacht, Häkkinen, als er da abgeschossen wurde von den Kollegen. Wir können reinfahren, denn nächste Runde müssten wir eh reinfahren, weil wir nicht mehr genug Sprit haben. Aber auch sowas, solche Sachen wie hier durchdrehende Räder, den Wagen wieder umdrehen. Weiß nicht, ob es auch, das liegt bestimmt an den Reifen. Das sieht heutzutage doch nochmal eine ganze Spur anders aus als damals. Irgendwie wirkt der Reifenqualm viel voluminöser damals, so eben um die Jahrtausendwende. Ihr könnt das ja mal vergleichen. Schaut euch mal an, wie der Qualm aussieht bei, das liegt nicht nur an der Bildqualität von damals zu heute, Als ich Häkkinen hier in Kurve 2 oben bei Remus umdrehen musste. Oder zum Beispiel, oh, welches Jahr war denn das? 2000? Alesi gegen Heidfeld. Manicur, Spitzkehre. Das sieht, wie ich finde, komplett anders aus als heute. Wir Reifen gucken. Kann nochmal 4 Runden mitnehmen, ja. Wenn er vor uns. Nein, De La Rosa vor uns. Recht knapp. Der Giancarlo liegt hinter uns. Giancarlo und 2001. Giancarlo, what's going on? Malaysia. Und das Lustige ist, er hat es ja 2 Jahre später nochmal gemacht mit das Auto falsch in die Startaufstellung stellen, weil den gleichen Fehler 2 Jahre später nochmal. Auch die Funkqualität damals, so zum Beispiel hier zur Jahrtausendwende, klar, deutlich schlechter, aber irgendwie viel mehr Charakter. Auf jeden Fall gefällt mir die Qualität, obwohl sie halt schlechter ist, und das sage ich als jemand, der es selbst nicht ab kann, wenn die Audioqualität auf seinem Kanal nicht so gut ist, wie zum Beispiel Hall im Raum. Ist noch ein ganz frisches Thema, auch wenn sich das Stand heute
praktisch eliminiert hat. Wobei ich sehr glücklich bin. Aber wie das schon klingt, wenn Fahrer und Ingenieur da miteinander gesprochen haben, hat irgendwie viel mehr Charakter, die Tonqualität von damals. Heute ebenso klar und sehr gut verständlich und damals irgendwie so knackig, sag ich mal, kernig. So rustikal. Zum Beispiel dieses Giancarlo, What's Going On, es klingt einfach toll. Ich muss Abstand zum Auslassen, den kriege ich diese Runde eh nicht mehr. Oder auch zur Zeit von Fernando Alonso und All the time you have to leave a space. Das klingt auch nochmal anders als heute, nämlich damals nicht so gut wie heute. So, genug. Runden Zeit. Ich will hier nochmal eine Verbesserung hinlegen. Aktuell sind wir Achter. Ah, zu spät aufs Gas geschieden, das war. Ist auf jeden Fall langsamer. Michael Schumacher noch auf der 1. Zu langsam reingefahren, das wird gar nichts mehr. Gar nicht so weit weg von der eigenen Bestzeit. Ich glaube, jetzt war ich hier ausgangs nicht ganz auf der Höhe. Sehr schnell rein oder dritte Gang, weil ich hier massiv rausnehmen musste. 1,78. 1,88. Eine Hundertstel langsamer. So, letzte Runde. Punkt 8,1. Sechser, sehr schön. Knapp hinter Michael Schumacher, 61.000. Oh, Wagen kam quer, Mist. 8,11er. Punkt 8,11. Noch schneller ist der eigene Beste, aber nicht mehr viel. Ähnlich wie letzte Runde gemacht. Jetzt habe ich hier mehr Wiese mitgenommen. Mehr Wiese ist gut. Ja, ich habe Wiese mitgenommen im Vergleich zur Runde davor gar nicht. Ah, leichte Verbesserung, aber immer noch Platz 7. Schade, ich wollte gerne unter 1,11 kommen, aber ist nicht. Dennoch bin ich mit dem Qualifying sehr zufrieden, auch wenn wir hinter dem Herrn Teamkollegen liegen. Aktuell sind wir Siebter, aber das geht bestimmt noch nach hinten. Jeff Boxenstopp. Schon sind wir Achter. Schade, knapp an der Traumrundenzeit vorbei. Hä? Traumrundenzeit? Naja, ich sag mal, wir waren 28.000stel zu langsam.
Ralf Schumacher auf der 1. Wir schon auf der 11. Montoya ist abgehauen. Ich würde schon sagen, war noch knapp vor uns. Mittlerweile ist er weit weg. Wobei, so weit weg ist er gar nicht. Er ist nicht hier unter den besten 6 zu sehen. Ralf Schumacher vor seinem Bruder Michael Schumacher, David Coulthard, dann Alesi Trulli. Die beiden Jordan richtig gut auf 4 und 5. Barrichello mal wieder nur auf der 6. Das meine ich halt mit, das ist ein zu schlechtes Ergebnis für einen Ferrari auf der 6. Heidfeld auf der 7, richtig gut. Panis, Montoya nur auf der 9. Das ist über eine Sekunde langsamer als sein Teamkollege, das geht gar nicht. Häkkinen nur auf der 10, auch nicht gut. Villeneuve, dann kommen wir. Locker eine halbe Sekunde hinter Heidfeld. Vielleicht holt er an diesem Rennwochenende den ersten Zehner für Sauber und wir noch nicht. Der Pedro, dann kommt der Eddie. Frenzen, Fisico, Alonso, Verstappen, Bernoulli, Thomas Enge, Button und Jong. Jong deutlich hinter Alonso, 1,9 Sekunden. Na, so gehört sich's auch eigentlich eher, aber nicht im Grand Prix 4. Dann wird es Zeit für den ersten Zähler für das Team aussehen wir, aber ich denke nicht, dass wir den holen werden. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.